sonst aber nicht. Ich denke, ja, das sind jetzt ja nur drei Chorus, ne? Also ausreichend 60er Tempo, 32 Takte, 32 das Mal. Ja, wie willst du das komprimieren? Ne? Ja, also, wir haben das ja komprimiert. Ne? Nee, wir haben drei Chorus, nee, aber noch kürzer. Noch kürzer, hättest du ja so dann ein, ist halt ein Solo. Ein A-Teil-Solo oder ein Solo. Aber ich finde das auch schön mit dem Bass-Solo an der Stelle, das schreit ja nach Bass-Solo, das Stück. Also, stummer Schrei halt. Ein stummer Schrei. Der Unerhörte. Der Unerhörte fürs Bass-Solo. Ist ein absolutes Privileg, weil die Räume sind unglaublich angenehm. Es gibt einen unfassbaren Flügel. Es gibt eine Technik, eine Mikrofonierung, die ihresgleichen sucht, aber vor allen Dingen und dann in allererster Instanz gibt es den Toningenieur, den Klaus Kienholz, der also zum einen eine unfassbare Ruhe und Souveränität ausstrahlt, und er strahlte nicht nur aus, er hat die halt auch und er ist in der Lage, ziemlich alles aufzufangen, zu fixen. Aus Südafrika stammenden Rhythmen und Klangvorstellungen geprägt ist. Und es gibt eine Art von Gitarrenspiel, was auch viel in Südafrika oder auch in anderen Ländern in Afrika genutzt wird. Und das ist so ein bisschen abgestoppte Gitarre. Und das hat mich so dran erinnert und dachte, okay, ich kann ja mal versuchen, einfach die Saiten abzudämpfen. Dann haben wir das eben halt auch ausprobiert und das hat dem Song auch nochmal eine ganz andere Farbe quasi gegeben. Und jetzt im Studio war klar, erstens, wir müssen den Song als letztes aufnehmen, weil danach ist das Klavier so ein bisschen verstimmt. Denn ich habe so zwei T-Shirts genommen und habe die so ziemlich stark zwischen die Saiten und es gibt irgendwie so einen organischeren Sound. Jetzt heute gerade noch ein Stück aufgenommen, was wir gestern eigentlich schon durch hatten. Ich habe gemerkt, ich habe einfach unglaubliche Lust, diese Musik zu spielen und auch mit diesen Leuten zu spielen. Also das fühlt sich so gut an und ich werde also alles tun, um die Band so heftig wie möglich ans Spielen zu kriegen.
of Soweto as a little jazz bar, and this jazz bar it's a grand piano. Well, there's some t-shirts inside.